wir bleiben thematisch so ein bisschen bei den Smart Homes. Wenn ihr jetzt alle den automatischen Lichtschalter eingebaut habt in eurer Wohnung, dann wollen den vielleicht auch andere Leute haben. Und damit die nicht bei euch einbrechen und euch den klauen können, wird euch jetzt das Projekt Cyber vorstellen, was sie gemacht haben. Und das sind Olivia, Florin, Damian, Patrick, Niklas, Florian und Moritz. Herzlich willkommen. Ja, danke erstmal. Wir haben einen computerisierten Überwachungsbaukasten für Einbruchsregistrierung, kurz Cyber, gebaut. Und das ist an sich eigentlich nur eine günstige Alarmanlage, die man ohne LAN oder WLAN betreiben kann. Zum Beispiel für Gartenlauben oder so Bungalows, die jetzt nicht nah am Haus sind, gedacht ist, die man halt auch sehr günstig über eine SIM-Card betreiben kann. Kommen wir zur Hardware. Also da haben wir verwendet so ein Arduino Nano. Das ist quasi der Arduino in Kleinformat. Dann haben wir verschiedene Empfänger und Sendermodule, die über eine bestimmte Frequenz kommunizieren. Ja, und dann gibt es die Bewegungssensoren und die sind alle miteinander vernetzt quasi. Ja, und zur Stromversorgung haben wir verschiedene Akku-Packs und Strom aus der Dose. Genau, ich erkläre euch jetzt einmal das Prinzip. Hier ist jetzt unser Bewegungsmelder. Der hat einmal, hier vorne ist der Bewegungsmelder, da drinnen ist dann ein kleiner Arduino und ein Sendemodul, was man hier auch nochmal sieht. Genau. Und das, wenn der Bewegungsmelder ein Signal bekommt, sendet der kleine Arduino über das Funkmodul zu unserer Zentrale eine Nachricht. Genau, die empfängt hier auch wieder ein kleiner Arduino. Und der ist jetzt hier zum Beispiel mit einem kleinen Lautsprecher verbunden. Und wenn dann der Alarm ausgelöst wird, geht das über dieses GSM-Modul, was Nachrichten verschicken kann. Und das schickt dann jetzt zum Beispiel zu diesem Handy eine Nachricht, dass zum Beispiel eingebrochen wurde. Und an Sensoren haben wir dann hier auch nochmal den Türsensor. Wenn man dann die Tür öffnet, schlägt er auch an. Genau. Und wir haben hier auch nochmal, wenn man selber kommt, damit man die auch deaktivieren kann, so ein Zahlencode. Genau, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und gebe es mal weiter. Ja, ansonsten würde ich das noch ergänzen, aber es war alles vollständig. Und zwar habe ich mich damit beschäftigt, die Arduinos, also den Sender und den Empfänger zu programmieren, auch wie die erste Gruppe in C++. Und zwar hatten wir einige Probleme, da die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen funktioniert, und zwar zwischen Empfänger und Sender. Wir haben es eigentlich angedacht, dass man, wie man hier sieht, wir haben ein Modul und noch ein Modul in halt ohne Hülle, dass man mehrere Module in verschiedenen Räumen einbauen kann und diese Module auch mit verschiedenen Sensoren erweitern kann. Wir haben hier zum Beispiel einen Bewegungssensor, der ausschlägt, aber man kann das Ganze noch mit Temperatur, CO2 eben für Brandfälle erweitern. Ja, das wird gesendet über Funk und die Zentrale wertet dann aus, sind die Schwellwerte kritisch, das heißt brennt oder wird eingebrochen, dann gibt das Ganze Alarm, eben ein Ton klingt und es wird eine SMS gesendet. Das war das zweite Problem, weil das auch wieder eine Kommunikation. Das Ganze funktioniert aber ohne Internet, das heißt, es ist hacksicher, da hier nur Daten gesendet werden und keine einkommen. Ja, genau. Und jetzt würden wir gerne mal, nicht hier einbrechen, aber es gerne mal demonstrieren, wie es dann funktioniert. Ja, also dazu schalte ich jetzt erstmal den Sensor ein, der jetzt über eine Powerbank läuft. So, den stelle ich mal. Warte mal, der Niklas, was war? Das sollte jetzt nicht passieren. Achso, doch. Ach ja, ja, wir haben es geschafft. Man sieht jetzt hier eine Nachricht auf dem iPhone, die angekommen ist, dass eben der Alarm ausgelöst wurde. Und das Ganze könnte dann jetzt der Besitzer wieder deaktivieren, indem er über das Zahlenfeld den Code eingibt. Und damit hört der Piepser auf, der Alarm ist wieder deaktiviert und man könnte den jetzt wieder resetten. Und sobald sich dann wieder was bewegt, schlägt wieder Alarm und ja, so funktioniert Cyber.
Super, ganz vielen lieben Dank. Ich möchte wirklich, dass unser Innenminister sich das anguckt und zu der Stelle kommt, wo jemand sagt, ja, so funktioniert Cyber. Das ist sehr schön.